Welche Kabel braucht man zwischen Zählerschrank und einer Unterverteilung? Ganz oft ist es ja so, außerhalb, unabhängig vom Mehrfamilienhaus, da ist es sowieso so, da hat man in einem Mehrfamilienhaus irgendwo einen Hausanschlussraum, wo die ganzen Zähler sind, Hauptverteilung, und in den einzelnen Wohnungen dann die Wohnungsunterverteilungen. Mittlerweile hat man dies aber in einem Einfamilienhaus auch schon sehr oft. Da hat man irgendwo einen Hausanschlussraum, meistens Heizraum, irgendwie sowas, ein Technikraum. Und dann hat man irgendwo in der Wohnung eine Unterverteilung, eventuell im ersten Stock noch mehr Unterverteilung, vielleicht in der Garage eine Unterverteilung. Welche Leitungen braucht man zwischen Zählerschrank und Unterverteilung? Welche haben Vorschrift und welche sollten machen? Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Früher war das in den TABs, technische Anschlussbedingungen, geregelt. Zu Zeiten, als Nachtspeicheröfen, also Elektroheizung, gang und gäbe war, war die Vorschrift zwischen Unterverteilung und Hauptverteilung Zähler eine siebenpolige Steuerleitung, 715 hat gereicht, zu installieren. Die Vorschrift hat gesagt, ein NYM0 oder ein NYM-O, sagen wir jetzt, ein NYM-O, das wäre eine Leitung mit lauter schwarzen Adern gewesen, ohne grün-gelben. In Wirklichkeit war es aber vollkommen egal, Hauptsache man hat die Steuerleitung drin gehabt. Wir zum Beispiel haben wir eigentlich nur die NYM-I 7x15 verlegt. Da waren 6 schwarze drin, nummeriert mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein Schutzleiter, ein PE, ein Grün-Gelber. Das hat gereicht. Braucht hat man das, um diese Nachtspeicheröfen, Nachtaufladung, das heißt, da hat man einen Zähler drin gehabt, der hat Tagstrom, Nachtstrom gehabt. Und in der Nacht ist das über den Rundsteuerempfänger umgeschaltet worden. Da hat dann ein Schütz geschaltet. Und dass das Schütz in der Wohnung umschalten könnte, hat man 2 Adern von unten nach oben gebraucht. Damals hat man gesagt, Vorschrift Zimmer, Jahr 5er, dann kann man mehrere Dinge machen. Später, als die Elektroheizungen nicht mehr installiert wurden, hat man das in Mehrfamilienhäusern nach wie vor einbaut. Und man hat es meistens dann dazu missbraucht. Man hat in der Wohnungsunterverteilung 2 Sicherungen drin gehabt, einmal für Waschmaschinen, einmal für Trockner. Und über die siebenpolige Steuerleitung hat man diese Adern bis in den Keller gezogen. In den Keller ist in einer Alu-Dose dann irgendwo verklemmt worden oder im Zählerschrank drin. Da hat es da oben drin so siebenpolige Klemmen gegeben. Und da drauf ist dann Waschmaschinen, Trockner in den Waschraum zum Beispiel installiert worden. Und über die Unterverteilung in der Wohnung versorgt worden. So hat man sicherstellen können, dass man zum Beispiel nach dem Waschvorgang ausschaltet und nicht der Nachbar mit meiner Steckdose wascht. Ersatzweise, wenn man die Leitung nicht vor Ort geholt hat, es wurde auch ein 25er Leerrohr, meistens ist da FPY dann verlegt worden, auch das, da hat man ja dann Adern nachziehen können, wurde akzeptiert. Wenn man heute in die ganzen TABs von den Energieversorgungen reinschaut, wird eigentlich nur noch auf die VDE AR, die Anwendungsregel 4100, verwiesen. Darin stehen dann wieder verschiedene VDE-Normen, 268 glaube ich, heißt eine. Man kann in den unterschiedlichen TABs unterschiedliche Positionen zu diesem Thema entnehmen. Es ist aber nirgendwo mehr richtig geregelt und auch nirgendwo mehr wirklich gefordert, diese 7x15er Steuerleitung zu installieren. Allerdings würde ich euch bitten, immer unbedingt dieses Leerrohr, im Mehrfamilienhaus sowieso, immer das Leerrohr vom Unterverteiler zur Hauptverteilung legen, ein 25er, wir zum Beispiel legen wir da immer 2. Und selbst in Einfamilienhäusern, in normalen Wohnhäusern, wo man getrennt Unterverteilung und Hauptverteilung hat, legt von der Unterverteilung 1 oder 2 Leerrohre in diesen Technikraum, das muss jetzt nicht unbedingt in den Schrank eingeführt werden, aber in diesen Technikraum. Genau jetzt, wo das Thema erstens Smart Home, braucht man irgendeine Verbindung, um irgendwas abzugreifen und so weiter. Im Speziellen möchte ich jetzt auf Photovoltaik, E-Mobilität, die ganzen Dinge hinweisen. Man braucht verschiedene Energiezähler. Die Smart Metering, dann möchte man wieder abgreifen können,
Was braucht mein Haus aktuell gerade Strom? Die Zentrale von diesem Smart Home oder von dieser Steuerung, was auch immer, hat man vielleicht in der Unterverteilung. Das heißt, es muss irgendeine Busleitung durchgeschoben werden. Ich würde sogar empfehlen, von Unterverteilung zu Unterverteilung zwei Leerrohre und von einer Unterverteilung zwei Leerrohre oder von jeder Unterverteilung zwei Leerrohre in diesen Technikraum, in diesen Hausanschlussraum. Mittlerweile haben die meisten Heiselbauer so schlau und machen ja Technikräume. In dem Technikraum ist das meiste oder fast alles Aufputz. Das heißt, auch der Zählerschrank ist Aufputz, drüber meistens mit Kanalinstallation. Das heißt, die Leerrohre müssen von irgendeinem Schacht, den man ja sowieso gerade hat, um Leitungen dann in die Wohnungen zu bringen, aus irgendeinem Schacht stehen dann 5-6 Leerrohre raus. Die kann man dann abschneiden, zustupseln, damit da keine Feuchtigkeit übertragen wird. Und wenn man es nicht braucht, ist es ja gut. Nur früher oder später werden es gebraucht. Also um das Ganze nochmal einzuordnen, ich wurde in sehr vielen Kommentaren immer wieder dazu gefragt, braucht man das noch, braucht man das nicht mehr. Andere Kommentarschreiber haben geschrieben, sie haben das bei einer drin. Das ist nie hergenommen worden, für was ist das eigentlich? Die haben die Klemme mit diesem Draht im Zellerschrank gefunden. Also nochmal, zu Zeiten von Elektroheizung, Nachtspeicherheizung, war das eine Vorschrift. Und das war wichtig, weil man mindestens zwei Verbindungsadern gebraucht hat, um über ein Umschalt, ein Tarifsteuergerät, eine Tag- und Nachtumschaltung zu machen. Diese Nachtspeicheröfer sind nachts mit Strom aufgeladen worden. Man sagt Aufladung, weil die Steine in der Nacht beheizt worden sind. Und diese Speicheröfen haben halt diese Hitze 24 Stunden speichern können. Und abgegeben wurde diese Hitze ja über einen Ventilator, der unten drin war, so ein Querstromlüfter. Und im Raum hat man dann einen Raumthermostat gehabt. Dieser Raumthermostat hat diesen Querstromlüfter betrieben und so hat man die einzelnen Zimmer beheizt. Da hat es Wärmebedarfsberechnungen gegeben, wie groß, wie viel Kilowatt dieser Nachtspeicherofen je nach Raum haben muss. Da hat es alle Größen gegeben. Kleine 0,5 bis 3 kW, alles ist geliefert worden. Die haben aber natürlich verschwunden, weil Elektroheizungen bei weitem nicht so effektiv waren wie andere Systeme, später Öl, Gas. Im privaten Wohnungsbau ist das fast gar nicht genutzt worden. Die meisten haben ja einen einzigen Zählerschrank gehabt mit einem Sicherungsfeld und da hat man das sowieso nicht gebraucht. Und wenn eine Unterverteilung da gewesen ist, hat man diese Verbindung nicht gebraucht, weil man ja da nichts eigentlich zum Schalten gehabt hat. Schlaue Leute haben auch damals schon immer ein Leerrohr rein da und das ist das, was ich jetzt empfehle. Je nach TAB steht das sogar noch drin, dass man irgendwas rein tun soll. Für Wallbox, Datenleitungen, da müsst ihr einen Energieversorger fragen, ob da irgendwas schon Vorschrift ist und so weiter. Das ist nämlich nicht überall gleich. Aber empfehlen kann ich nur, von jeder Unterverteilung in den Technikraum, wo der Zählerschrank ist, die Hauptverteilung ist, zwei Leerrohre, zweimal 25 mm Leerrohre zum Lenken, um irgendwas nachzurüsten und die Unterverteilungen untereinander auch mit Leerrohre zu verbinden. Zumindest die Unterverteilungen, die im Wohnhausbereich sind. Wenn jetzt eine separate Unterverteilung in der Garage draußen ist, brauche ich von der Garage da ein, vielleicht nicht unbedingt eine Leitung, da reicht es dann wieder ein Leerrohr über diesen Technikraum, dann kann man auch eine Busleitung raustransportieren. Das war's von dem Video. Lasst euch nicht verarschen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus.